Das erste Halbjahr an der Börse war geprägt von viel Optimismus. Man sagte sich, die Zinsen, die werden doch bald wieder sinken, ohne dass die Wirtschaften in eine Rezession abgleiten. Dann kam die Bankenkrise im März, dann Ausweitung der Bilanzsumme der Fed. Also haben alle gesagt, super, wir haben wieder mehr Liquidität. Lasst uns in die großen Tech-Werte flüchten, denn die sind ja irgendwie unabhängig von der Konjunktur, was absolut falsch ist, erfahrungsgemäß. Das sind Zykliker inzwischen, diese großen Tech-Werte wie Apple, die also durchaus auf die Konjunktur reagieren. Aber sei es drum, man hat das als sicheren Hafen gesehen. Jetzt könnten wir in der zweiten Hälfte folgende Situation haben. Wir haben bereits in der letzten Woche gesehen, wie stark die Kapitalmarktzinsen nach oben gegangen sind. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe viel beachtet in den USA, über die Marke von 4% gestiegen. Wir haben also die Situation, dass Geld teurer wird, dass wir ohnehin eine Verknappung der Liquidität sehen. Das sehen wir schon in den Bank Reserves an der Wall Street, respektive in den USA. Normal korrespondiert das sehr eng mit den Aktienmärkten. Und wir haben auf der anderen Seite die Gefahr einer Rezession. Wir sehen Deutschland bereits in der Rezession und wir sehen China, das alle Hoffnungen so massiv enttäuscht, was seine Wirtschaft betrifft, und jetzt faktisch bereits in der Deflation ist, mithin also nicht wie früher der Wirtschaftsmotor war, der Wachstumsmotor für die Welt war, wie nach der Finanzkrise, als man massiv investierte, sondern sich jetzt eher zum Bremsklotz der Weltwirtschaft entwickelt. Das sehen wir schon bei anderen asiatischen Ländern, die viel mit China Handel treiben, da läuft es überall nicht gut. Und das ist eben diese unschöne Kombination, die im zweiten Halbjahr vielleicht zuschlägt. Hohe Kapitalmarktzinsen, Geld teuer, Liquidität verknappt und noch schlechte Wirtschaft, die Notenbanken dann erst verzögernd auf diesen giftigen Cocktail reagieren. Das ist zumindest mal ein Entwurf. Schauen wir uns mal an, was heute Nacht aus China gekommen ist. Da sehen wir Verbraucherpreise minus 0,2%. Zum Vorjahresmonat 0,0%. Die chinesische Wirtschaft ist in big trouble and investors should get out. So ein Analyst, der sagt, die Chinesen brauchen uns jetzt in Sachen Wirtschaft mehr als wir die Chinesen, schwer zu sagen. Jedenfalls sehen wir, dass viele Hedgefonds, die lange gewettet hatten auf den ganz großen Boom in China, jetzt inzwischen rausgegangen sind. Die haben dafür Japan gekauft. Aber gucken wir hier mal, wenn wir auf diese chinesischen Daten anschauen. Seit 5 Monaten fallen in China die Verbraucherpreise. Wir haben ja gesehen, die Erzeugerpreise über minus 5%, die sind schon seit langem rückläufig. Das heißt, die Profite der Unternehmen in China, die sind deutlich negativ. Und hier also jetzt diese Situation, dass von diesem Boom nichts mehr übrig geblieben ist, dass die Konjunktur nicht anspringt. Jetzt schreien alle nach Stimulus, aber Stimulus kann nur funktionieren, wenn in irgendeiner Form eine Nachfrage da ist, die dann auch stimuliert werden kann. Aber bei den Chinesen ist unglaublich wenig Nachfrage da, weil die Leute sparen müssen, wenn die Immobilienpreise nicht steigen, sondern tendenziell fallen. Das genau ist das Problem. Jetzt kommen wir mal zur Kehrseite des Ganzen, was nicht zusammen zu passen scheint. Wir haben in China eine Deflation und wir sehen aber in den USA steigen die Renditen, hier die 10-jährige US-Staatsanleihe, die ausgebrochen ist aus dieser Falling Wedge, aus dieser bullischen fallenden Wedge, und der erste Ziel wäre jetzt 4,25%, dann könnte es sogar deutlich über die 5% Marke gehen. Warum ist das so, dass die Kapitalmarktzinsen steigen? Also vor allem hier die länger laufenden Renditen für US-Staatsanleihen steigen, die kürzer laufenden auch. Da ist aus meiner Sicht der Grund, dass die Amerikaner wie wild Anleihen auf den Markt bringen. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Angebot an Anleihen. Dieses Angebot braucht Nachfrage. Die Leute sagen sich aber, ich will aber dafür eine gute Rendite haben. Das heißt, wir sehen hier ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Und dadurch, dass die Amerikaner so viel Anleihen emittieren, also so viel neue Schuldenpapiere auf den Markt bringen, saugen sie natürlich die Liquidität ab. Irgendwo geht Geld hin, und wenn es mehr in Anleihen geht, weil eben so viel emittiert wird, dann wird es vielleicht nicht in Aktien emittiert und investiert. Und genau das könnte das Problem für die Aktienmärkte sein. Wir haben gesehen am Freitag diese gemischt ausfallenden Arbeitsmarktdaten, die aber nichts geändert haben an der Erwartung, dass die Fed die Zinsen anhebt, da die Wahrscheinlichkeit jetzt um und bei 93%, 26. Juli ja die Entscheidung. Wir haben jetzt ziemlich viele Fed-Speaker in dieser Woche, 8 Stück sind es.
Genau, bis Donnerstag, also zwischen heute und Donnerstag, jede Menge Fed-Speak. Mal sehen, was die zu den Arbeitsmarktdaten sagen werden. Wir haben dann, sehen wir gleich auch Inflationsdaten. In Reaktion am Freitag auf die Daten ging es ja zunächst mal nach oben bei Nasdaq, S&P und auch Dow Jones. Aber dann dieser doch ziemlich herbe Abverkauf zum Schluss, der die Indizes noch ins Minus gedrückt hat. Und das Erstaunliche ist, dass am Freitag etwa im Nasdaq etwa doppelt so viele Aktien gestiegen als gefallen sind. Wir hatten eigentlich eine schöne Marktbreite und das ist das Seltsame. Wir hatten hier zwischenzeitlich einen Short Squeeze, der dann beendet wurde, und das ist das Seltsame. Entweder haben wir KI-Euphorie, dann steigen die wenigen großen Aktien, also die 7 Aktien, oder wir haben keine KI-Euphorie. Dann sehen wir zwar, dass viele Aktien steigen, aber die Indizes dennoch fallen, weil dann eben die großen KI-Aktien nicht zulegen können. Das ist wirklich ein crazy Market, könnte man sagen. Schauen wir uns mal die Konjunkturdaten an in dieser Woche. Wichtig natürlich Inflationsdaten am Mittwoch, dann am Donnerstag Erzeugerpreise und so weiter und so fort. Und vor allem beginnt eben die Berichtssaison mit JP Morgan, mit Citi, mit Wells Fargo, mit BlackRock, United Health und wie sie alle heißen. Also jetzt wird es spannend in Sachen Berichtssaison, und die durchschnittliche Erwartung ist -7,2%. Das wäre dann, wenn dem so käme, das dritte Quartal in Folge, dass die Gewinne sinken der Unternehmen, aber die Aktienkurse interessiert das nicht, meine Damen und Herren. Die sagen, wir haben ja, wir schauen mal ins Jahr 2024, gell? Und da wird alles totale Bombe, das wird so super, gell? Wegen der KI und so, gell? KI, ne? Das ist so wie Blockchain und so, gell? Oder irgendwelche SPACs, gell? Die haben auch super funktioniert. Ist natürlich schon eine andere Geschichte, aber es ist zu früh für 2024 aus meiner Sicht, da irgendeine wirklich relevante Effekte durch KI zu erwarten. Aber das passiert, das heißt, die Märkte sind bereit, dieses derzeit negative Margenumfeld, vor allem das negative Earnings-Umfeld, zu ignorieren, indem sie sagen, naja, es wird ja besser, aber es muss dann auch besser werden. Und Alexander Vogt, der sagt, irgendwas passt hier nicht. Aktienmärkte erwarten deutlich steigende Gewinne, noch nicht sofort, aber 2024, während Ökonomen sagen, naja, die Wirtschaft, die wird sich deutlich abschwächen. Also müsste es so sein, damit diese Gewinnerwartung funktioniert, dass die Inflation wieder deutlich ansteigt, aber auf der anderen Seite preisen die Märkte das nicht ein, sondern die preisen eher Zinssenkungen ein, dann ab 2024. Also irgendwie ist das alles nicht so fürchterlich schlüssig, genauso wenig wie die Tatsache, dass hier diese Lücke immer größer wird zwischen abnehmender Liquidität, die wir sehen in den USA, gemessen an den Bank Reserves, und auf der anderen Seite eben den Aktienmärkten. Wir haben jetzt oder könnten, wenn dieser Chart wieder kongruent geht, was er meistens tut, dann wäre das ein Verlustpotenzial von 4 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung. Das entspräche etwa 9%. Korrekturbedarf ist ja alles andere als ungewöhnlich, dass es vielleicht mal 10% auch wieder nach unten geht, gerade wenn man deutlich angestiegen ist. Und das ist das, was vielleicht in der letzten Woche sich ein bisschen geändert hat mit Anstieg der Renditen, etwa bei der 10-Jährigen über die 4%-Marke, ist diese Lücke, dieses Ignorieren. Gerade der Nasdaq, gerade die großen Tech-Titel sagen sich, oh, was habe ich denn mit den Anleiherenditen zu tun, die Kapitalmarktzinsen interessieren nicht. Sie haben in der letzten Woche begonnen zu interessieren, denn sie signalisieren, dass wir hier Profitprobleme bekommen werden. Hier sehen wir mal den Nasdaq auf wöchentlicher Basis, diese steile Wedge, die darf nicht nach unten brechen. Oben sehen wir im RSI ziemlich dick überkauft, tendiert jetzt langsam nach unten der RSI, und wir sehen hier, dass die Konzentration in den 7 Aktien noch nie so groß war wie jetzt, sogar etwa auf dem Niveau der Tops der Tech-Blase, der Dotcom-Blase. Das heißt, diese 7 Aktien, die dürfen nicht schwächeln, sonst wird es etwa so unschön wie in der Dotcom-Blase. Und diese 7 Aktien haben jetzt etwa das Dreifache des deutschen BIPs mit einer Marktkapitalisierung von 11 Billionen. Hier sehen wir mal all das, basierte auf einer sogenannten Multiple Expansion, also praktisch die Aktien sind nur teurer geworden, ohne dass sich die Gewinnsituation der Aktien jeweils deutlich verbessert hätte. Wir sehen mal hier die Nachfrage nach ChatGPT auf Google, die Downloads gehen nach unten, Suchanfragen gehen nach unten, also irgendwie scheint da auch hier die Euphorie schon ein bisschen, wie soll ich sagen, naja,
abzuklingen. Und natürlich ist das ein neuer Bullenmarkt. Wenn man eine Virtual Reality Brille aufhat, könnte das so erscheinen. Hier sehen wir mal das KGV von IT-Unternehmen in den USA, mal bei entspannten knapp über 30. In der Dotcom-Blase waren wir noch ein bisschen teurer, aber hier zu erwarten, dass das langfristig hier ein Top-Investment ist, das erscheint mir ein bisschen schwierig. Dementsprechend sagt Goldman Sachs, the surge in PE multiples, also praktisch faktisch, dass die Aktien nur teurer geworden sind, ohne dass sich das fundamentale Umfeld eigentlich verbessert hätte, zeige, dass alle guten Nachrichten inzwischen eingepreist sind. Jetzt ist die Frage, kommt jetzt der Schmerz durch die Berichtssaison, ja oder nein? Im letzten Quartal war es ja so, die Erwartungen waren sehr negativ. Dann war es nicht so schlimm, also Aktien nach oben. Hier sehen wir, dass die Insider offenkundig vorsichtiger werden. Wir haben jetzt so hohe Insiderverkäufe wie seit Dezember 2021 nicht mehr. Wann war das Peak? Anfang Januar 2022. Dann ging es mit den Aktienmärkten bergab. Also wir sehen, 441 Insider aus Nasdaq-Unternehmen haben verkauft. Und ja, jetzt ist wieder die Erwartung nach diesen massiven Anstiegen auch der Kurse, weil die Aktien eben teurer geworden sind, ist die Erwartung der Wall Street-Analysten wieder negativ geworden. Und manch einer sagt, ja gut, das war immer ganz gut in den letzten Jahren. Dann ging es nach bergauf. Wer weiß, was diesmal passiert. Ich will es zumindest mal zur Darstellung bringen, aber das Problem ist eben die Bewertungen. Hier sehen wir mal Price-Earnings-Growth-Ratio. Also, Kurs-Gewinn-Verhältnis zu Wachstum. Was ist da eigentlich am Wachstum der Fall? Guckst du Apple, guckst du solche Unternehmen, die ja kaum mehr wachsen, die tendenziell stagnieren, aber dennoch werden deren Aktien immer teurer. Und das ist genau das Problem, warum ich mich schwer tue, in der zweiten Jahreshälfte hier nochmal bombige Entwicklungen zu erwarten. Hier sehen wir mal oben übergeordnet Price-Earnings-Ratio, Kurs-Gewinn-Verhältnis in den USA 20,2, ex-USA 13,1. Das heißt, die Restmärkte, die alles, was nicht USA ist, ist deutlich günstiger. Und jetzt haben wir gesehen in der letzten Woche, dass sehr viel Geld in europäische Aktien geflossen ist. Das ist der größte, oder in den letzten Monaten, der größte Zufluss seit 4 Jahren. Das ist mal interessant, zumal ja der DAX durchaus seine Probleme bekommen hat aufgrund der schwachen Wirtschaft oder warum auch immer. Jedenfalls hat sich der DAX ein Stück weit auch von der Konjunktur, zumindest in Deutschland, entkoppelt. Aber der DAX ist eben auch ein Stück weit Weltwirtschaft. Abschließend, meine Damen und Herren, 3 Empfehlungen. S&P 500 DAX, wenn die Zinsen weiter steigen, dann kracht es. Very interesting, the big picture, unbedingt lesen. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Die EZB ist gespalten wie Rohr, der Franzose, der will bald aufhören mit den Zinsanhebungen, sagt aber, naja, aber dann bleiben die Zinsen schon hoch, gell? Also da tobt ein Kampf zwischen etwa den Deutschen wieder, Nagel und Konsorten, die sagen, wir müssen noch viel weitergehen mit den Zinsen. Ist die Trendwende jetzt, das war die zweite Empfehlung, ist die Trendwende jetzt, dritte Empfehlung, aktivierte beim DAX, die Risiken jedenfalls sind gestiegen. Da ist charttechnisch schon ein bisschen Porzellan zerschlagen beim DAX. Also 3 Empfehlungen, ich sage jetzt Servus und Ciao.